auf Marbacher TV. Ich nehme euch wieder mal mit zur Arbeit. Und heute mache ich die Moderation der Paraschool Games hier in der Hopsergasse in Wien. Die Paraschool Games sind eine Schulsportveranstaltung, bei der sich Schüler und Schülerinnen mit Behinderung im sportlichen Wettkampf messen können. Und wie wir sehen, gibt es hier Fußball, es gibt Roger, es gibt Tischtennis und Showdown. Showdown ist eine ganz spannende Sache, finde ich. Das ist ein Sport für blinde Menschen. Ich kannte ihn vorher nicht, erst als ich hier die Paraschool Games das erste Mal moderiert habe. Das hier sind die vierten Paraschool Games und es sind auch ganz besondere. Es ist das erste Mal, dass sie quasi als Austragungsort der Behindertensportbewegung-Tour 2018. Also sie sind Teil dieser Tour. Behindertensport bewegt ist eine vom österreichischen Behindertensportverband und vom Verband der Sozialversicherung, glaube ich, gemeinsam kreierte Sportveranstaltungsreihe, die in alle Bundesländer fährt und dort Sport für Menschen mit Behinderungen präsentiert. Wir sehen hier in der Halle auch den Teil für die Sporttour. Und das ist ganz, ganz cool, weil hier wird Basketball geübt, Rollifahrtraining, Taekwondo sieht man auch. Und es geht einfach darum, den 1,7 Millionen Österreichern und Österreicherinnen mit Behinderung Sport näher zu bringen. Und das ist das Ziel der Behindertensportbewegtour. Und ich habe die große Ehre, diese Tour durch ganz Österreich zu begleiten und sie zu moderieren. Die erste Station ist hier bei den Paraschool Games. Natürlich zu den anderen Tourstationen auch mitnehmen. Also,